Schon so viele Legenden hast du über diesen Ort gehört. Und angeblich soll das Blut von Janam Wunder vollbringen können. Aus welchem Grund es dich hierher verschlug, das weißt du nicht mehr. So sehr du versuchst, dich daran zu erinnern, es will dir einfach nicht gelingen. Warst du vielleicht krank? Oder war es gar die reine Neugier? Es macht keinen Sinn. Es wird dir einfach nicht wieder einfallen. Zeitgefühl 18 Uhr. Zentrum von Janam. Du erwachst in einer Klinik voller rostiger medizinischer Instrumente. Auf den Straßen wimmelt es nur so vor Verrückten. Und das Heulen der Bestien hallt durch die Stadt. Hinter verrammelten Türen erinnert dich Janamiten an deine missliche Lage. Als Außenseiter bist du in der Nacht der Jagd auf den Straßen auf dich alleine gestellt. Außerdem kommen dir Gerüchte um eine heilende Kirche zu Ohren, wo du vielleicht Informationen über das Bleichblut findest, das du suchst. Doch zuerst musst du dich den Bestien von Janam und den geistlosen Jägern stellen, welche durch die Gassen pirschen. Sobald die Nacht hereinbricht, beginnt die Jagd. Unheimliche Schrecken werden sich vor deinen Augen bieten. Du wirst deinen eigenen Augen gar nicht trauen können. Ein Mann, der sich erst als Verbündeter erweist, wird kurz darauf den Verstand verlieren. Du wirst erfahren, dass er seine eigene Frau umgebracht hat. Und vor deinen Augen wird er sich in eine Bestie verwandeln. Zeitgefühl, 19 Uhr. Kathedralbezirk. Nach dem Unfassbaren, das du bisher zu sehen bekamst, hast du es bis zur Oedon-Kapelle geschafft. Du stößt die Türen der Oedon-Kapelle auf. In der Kapelle bittet dich eine in einer Robe gekleidete und in Schatten getauchte Gestalt, in der Stadt nach Überlebenden zu suchen und diese zu der Kapelle zu bringen, wo sie Zuflucht finden würden. In den Straßen des Kathedralbezirks bekommst du es nicht nur mit Kirchendienern, sondern auch mit irren Dorfjägern zu tun. Der Geruch verfliegenden Weihrauchs driftet durch die Straßen. Die Einwohner nutzen den Duft hier als Abwehr gegen die Bestienplage, doch der Geruch wird mit jeder Sekunde schwächer. Obwohl du dein Ziel, die große Kathedrale, genau vor dir siehst, ist der Hauptweg versperrt und du bist gezwungen, einen anderen Weg hineinzufinden. Auf deiner Suche stößt du auf einen vergessenen Teil von Janam. Die Einwohner reden nicht gerne darüber. Man nennt diesen Bezirk lediglich Alt-Janam. Zeitgefühl, 20 Uhr, Alt-Janam. Eine Notiz an einer Tür rät Jäger umzukehren. Zweifelsohne eine Warnung an dich. Doch natürlich betrittst du die Ruinen von Alt-Janam dennoch. Der gesamte Ort ist ein rauchendes Trümmerfeld. Überall ragen Haufen von verkohlten Leichen empor, von denen einige noch brennen und die Luft mit einem Gestank von verbranntem Fleisch erfüllen. Von den Mauern der toten Stadt hallen die Schreie von Bestien wider, und aus der Ferne warnt dich eine Stimme davor, weiterzugehen, um nicht selbst zum Gejagten zu werden. Dir bleibt jedoch keine andere Wahl. Dies scheint der einzig mögliche Weg zu sein. Du nimmst deinen Mut zusammen und kämpfst dich durch Horden von Bestien und widersetzt dich den bleiernen Stürmen, die von den Dächern von Alt-Janam auf dich herabregnen. Du stellst dich im Zentrum von Alt-Janam, einer fürchterlichen Bestie, vermagst sogar sie zu besiegen. Doch all diese Mühe, letzten Endes ohne augenscheinlich mit einem vorankommenden Hinweis zurück in den Kathedralbezirk zu kehren. Zeitgefühl, 21 Uhr, Werkstatt der heilenden Kirche. Die vormals verschlossene Tür zur Oedon-Kapelle steht jetzt offen. Wie aus einem Traum erinnerst du dich an Germans Rat, den Rat jenes alten Mannes, der dich auf einer ganzen Reise herleitet. Du begegnest ihn stets im Traum des Jägers, einen Zufluchtsort nur für Jäger. Er riet dir einst, dich in der Werkstatt umzusehen, da du dort so einiges Nützliches finden könntest, das dir auf deiner Reise hilft.
In diesem Gebiet wimmelt es nur so von verrückten Dorfjägern. Und die verfallenen Gebäude ringsum brechen langsam zusammen. Der Boden ist tückisch. Doch gleichzeitig haftet diesem Ort etwas Vertrautes an. Du kannst sogar den Duft des Weihrauchs riechen, der unten aus dem Kathedralbezirk emporsteigt. Schließlich gelang es dir sogar endlich nach einigen Mühen, einen Weg auf dem großen Vorplatz der großen Kathedrale zu finden. Es zog dich förmlich in die große Kathedrale, wo du auf die Vikarin stießt. Sie wurde direkt vor deinen Augen zu einer Bestie, und es blieb dir nichts anderes übrig, als sich ihr im Kampf zu stellen. Nachdem du ihr ihren Frieden beschert hattest, wurde dir eine Offenbarung im Traum zuteil. Du erfuhrst ein geheimes Codewort, das dir neue Wege eröffnen sollte. Zeitgefühl, 22 Uhr, Hemwig, Knochenstraße. Die Luft ist rauchverhangen und schwer. Deine Reise führt dich in die umliegende Provinz, genauer gesagt in einen kleinen bewaldeten Bereich außerhalb von Yharnam. Hinter jeder Biegung lauern in diesem kleinen Wäldchen wahnsinnig gewordene Jäger und ihre Bestien. Du versuchst die wahre Natur deiner Jagd zu ergründen, doch du wirst aus deinen Gedanken gerissen, als du zu deinen Füßen auf ein flaches Grab stößt. Und dann auf ein weiteres, ein ganzes Dorf voll Grabstätten. Auf diesem bizarren Friedhof tanzen wahnsinnig gewordene Dörfler in anscheinender Ekstase umher. Jedenfalls, bis sie dich entdecken. Du bist jetzt in Hemwig, also halte deine Augen offen und hoffe, dass du sie behältst. Denn die Hexe von Hemwig hätte sie ganz bestimmt gerne in ihrer Sammlung. Nach einer etwas erschwerlichen Reise durch das Dorf kommst du schließlich zu der Hexenbehausung, wo die Hexe von Hemwig bereits auf dich wartet. Sie versucht dich mit ihrem faulen Zaubern niederzustrecken, doch dem alten, augensammelnden Scheusal sollte es nicht gelingen. Und nun sind es wahrlich nur noch Geschichten, die man sich von der Hexe von Hemwig erzählt. Von deinem Kampf gegen die Hexe noch spürbar ausgelaugt, machst du dich auf den Rückweg zurück in den Kathedralbezirk. Auf halbem Weg jedoch begegnest du einen seltsamen Mann. Er trägt eine schwarze Kutte und einen blutigen Leinensack auf seinen Rücken. Ehe du dich versiehst und überhaupt reagieren kannst, hat er dich bereits niedergeschlagen. Und alles um dich herum verdunkelte sich. Bist du tot? Nein. Rauer Leinenstoff kratzt auf deiner Haut. Und so langsam klärt sich dein Geist. Zeitgefühl. 23 Uhr. Unsichtbares Dorf. Yahar Ghul. Du rutscht auf dem Boden, während sich unweit ein quietschendes Tor schließt. Dein Schicksal ist schlimmer als der Tod. Du bist gefangen in einer Stadt der Wahnsinnigen. Entführt. Aber zu welchem Zweck? Irgendwie gelingt dir die Flucht. Entsetztes Geflüstern hallt in deinen Ohren, als du in diesem unsichtbaren Dorf Entrinnung suchst. Stammt es von einem anderen Opfer, oder bist du es selbst, der da so ängstlich stammelt? Du stiegst tiefer und tiefer in den Katakomben hinab. Und wie durch ein Wunder fandest du eine eingebrochene Mauer. Eilig flüchtest du aus dieser und konntest es kaum glauben, als du endlich wieder Frischluft atmen konntest. Doch warst du vielleicht nun wirklich nur vom Regen in die Traufe gekommen? Du fandest dich auf dem Friedhof der Finsterbestie wieder. Die Jagdgründe einer Kreatur, die man Pal nennt. Blitze fliegen dir in regelmäßigen Abständen um die Ohren. Deine Augen sind schon fast blind von den hellen Aufleuchten der Blitze. Und wie durch ein Wunder ist es dir doch gelungen, diese furchtbare Bestie zu erlegen. Nur noch ein einziger Gedanke ist in deinem Kopf. Nichts wie weg hier.
Du klopfst an die Türen. Dir ist klar, dass du nicht mehr als wahnsinniges Gelächter erwarten könntest, doch du wolltest einfach nur noch die Stimme eines anderen Menschen hören. Du warst schon fast geschockt, als du auf einmal schon eine fast vernünftige Person gefunden hattest. Sie unterbreitet dir sogar ein äußerst freundliches Geschenk, einen seltsam geformten Stein. Sie gibt dir den Rat, am Rande der Stadt in einer kleinen Kirche mit dem Stein in Händen zu einer Gottheit zu beten, woraufhin dir eine Offenbarung zuteil werden sollte. Du hast die kleine Kirche tatsächlich erreicht und befolgst den Rat der freundlichen Stimme. Urplötzlich ergreift dich jedoch eine unglaubliche Macht. Du siehst jedoch nichts, wirst in die Luft erhoben und irgendetwas zerquetscht dich in Sekunden. Kurz, bevor alles um dich herum verdüstert, konntest du nur eine riesige Gestalt erkennen. Dann warst du umgeben von Dunkelheit. Zeitgefühl verloren. Unterrichtsgebäude erster Stock. Als du erwachst, befindest du dich in einer Schule? Einem Albtraum? Nein, es ist beides zugleich. Du eilst durch ein Unterrichtsgebäude, nur um einen Ausweg zu finden. Auf deinem Weg begegnest du einigen schemenhaften, schleimigen Wesen, die einst den Anschein erregten, einmal menschlich gewesen zu sein, doch kümmert es dich nicht. Du willst hier einfach nur verschwinden. Als du einen Ausgang gefunden hattest, fandest du dich an einem noch makaberen Ort wieder. Zeitgefühl existiert hier nicht. Albtraumfront. Eine dunkle, schwindelnerregende Macht betäubt deinen Geist, als du durch den Toreingang schreitest. Und du erwachst in einer verstörenden, abstoßenden Landschaft voller höllischer Kreaturen. Giftige Schwaden und der Gestank von rohem Fleisch liegt in der Luft. Dein Herz schlägt schneller. Du hörst ein schwaches, wahnsinniges Gekicher, welches aus den albtraumhaften Klippen und den tiefen Tälern zurückhallt. Dieser Ort scheint aus den nächtlichen Albträumen der Gottlosen erschaffen. Und du stellst dir eine Frage. Welche Kreatur könnte sich nur hier beheimatet fühlen? Obwohl dieser Ort allem anderen als dem Vernünftigen entsprungen sein kann, beruhigt sich dein Geist nach einer Weile. Du kämpfst dich durch die seltsamen Horden dieser Kreaturen. Und am Horizont erkennst du einen hohen Turm. Es sieht von Menschenhand erbaut aus und du bewegst dich dorthin. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichst du schließlich diesen Turm und von seiner Spitze greift dich ein riesiges Wesen aus an. Du erkennst dieses Wesen wieder. Dieses Wesen hat dich hierher verschleppt. Es war jenes unsichtbare Wesen, das kurz bevor dein Augenlicht verschwand, vor dir aufblitzte. Es hat unzählige Arme. Aus seinem Gesicht hängen Tentakel. Und sein Kopf gibt Teile seines Gehirns preis. Eine gar schauderliche Kreatur. Doch hast du keine Angst dabei. Du weißt, dass du kämpfen musst. Und du weißt ganz genau, dass dich höchstens der Tod erwarten kann. Du kämpfst mit allem, das du hast, und es ist dir tatsächlich gelungen, zunächst die Arme dieser Bestie abzuschlagen und ihr danach ihr Leben zu nehmen. Du ahnst noch nicht, was du für ein Wesen erlegt hattest. Doch nun bewegst du dich auf den Turm zu. Im Inneren findest du eine kleine Laterne. Das Licht dieser Laterne erhellt den Raum. An den Wänden kannst du lesen, dass dieser Ort einst einmal zu Lauren gehörte. Der Name ist dir nicht bekannt. Du drehst dich um, berührst die Laterne. Und du findest dich erneut an einem vertrauten Ort wieder. Dein Augenlicht hat sich langsam gebessert und du blickst in ein vertrautes Gesicht. Es ist das Gesicht des alten Görman. Du bist wieder zurück im Traum des Jägers. Ein Grinsen geht dir übers Gesicht und auch der Alte kann sich ein Lächeln nicht verkneifen.
Er erklärt dir die Lage. Er ist froh darüber, dass du noch bei geistigem Verstand bist. Und er erklärt dir, dass das gerade alles tatsächlich geschehen ist. Du warst gerade in einem Albtraum gefangen und hast seinen Meister besiegt. Deswegen war es dir erlaubt, diesen Ort wieder zu verlassen. Er glaubt nun, dass du besser verstehst, unter was für einer Krankheit Yharnam leidet. Und nur ein Jäger Yharnam aus dieser misslichen Lage befreien kann. Er rät dir, ganz gleich was geschieht, an deinen Überzeugungen festzuhalten, niemals den Verstand zu verlieren und immer nach einem Ausweg zu suchen. Du bist erleichtert, dass dein geistiger Zustand nicht vollends verfallen ist und du kehrst zurück nach Yharnam, neu gestärkt. Dein nächstes Ziel ist der verbotene Wald. Als du deine Augen öffnest und das Dunkel sich verzieht, befindest du dich im Kathedralbezirk wieder. Germans letzte Worte waren, du musst verstehen, was hier vor sich geht. Deswegen suche den verbotenen Wald auf. Jenseits dieses Waldes wirst du finden, nachdem du suchst. Du findest den Zugang zum Wald, doch ist dieser versperrt. Du benötigst ein Passwort. Und gerade fällt dir ein, dass du so eins ja hast. Nach dem Sieg über die Vikarin wurde dir eins zuteil. Achtung vor dem alten Blut. Ein Passwort, seit Generationen von Vikar zu Vikar weitergegeben. Als du es ausgesprochen hast, öffnete sich tatsächlich das knirschende Tor. Die Stimme, die dich danach fragte. Es war ein Mann, der dahinter saß. Das Seltsame jedoch war, er war schon seit vielen Jahren im Tode erstarrt. Du fragst dich, wer nach dem Passwort verlangte. Doch überrascht warst du nicht. Und du setztest deine Reise einfach weiter fort. Du überwindest deine Furcht, um die Jagd fortzusetzen. Und genau dies ist auch nötig. Zeitgefühl. 0 Uhr. Mitternacht. Der verbotene Wald. Dieser Wald ist lange schon von der Kirche gebannt. Aber birgt er den Schlüssel zu deiner Reise? Vorsichtig trittst du zwischen Äste, während die Laute von Bestien und Menschen durch die Nacht des Waldes hallen. Je tiefer du in den Wald kamst, umso sumpfiger wurde das Gebiet. Reptilien erschwerten weit weniger das Vorankommen, wie die Gefahren, die im Herzen des Waldes lauerten. An einer verlassenen Grabstätte triffst du auf die sogenannten Schatten von Yharnam. Drei ehemalige Krieger. Zweifelhaft, ob sie noch bei klarem Verstand waren, griffen sie dich an. Doch du konntest die Umgebung zu deinem Vorteil nutzen und es gelang dir irgendwie, die 3-gegen-1-Situation zu deinen Gunsten zu entscheiden. Etwas erschöpft erreichst du schließlich den Rand des Waldes. Du siehst ein riesiges Gebäude. Es wurde am Ufer des Sees erbaut. Dies ist Burgenworth, die einstige Akademie, aus welcher die Kirche ihren Ursprung nahm. Zeitgefühl 1 Uhr, Burgenworth. Die Nacht breitet ihre Schatten aus. Du hast die geheimnisvolle Reise durch den Wald überlebt und jeden Wächter überwunden, der sich dir in den Weg gestellt hat. Burgenworth, ein alter Ort des Studiums, liegt vor dir. Er bewahrt wohlgehütete Geheimnisse, die Antworten auf deine Fragen bieten mögen. Doch der Ort hat etwas Beunruhigendes an sich. Das wilde Trappeln von Spinnenfüßen erklingt des Nachts aus unbekannten Ecken. Und der Mond steht groß und unheimlich am Firmament. Auf dem Balkon der Villa triffst du auf den alten Willem. Er zeigt dir den Weg. Er deutet auf den See. Und nach einer Weile wird dir klar, was er dir sagen will. Du sollst in den See springen. Dort wirst du sehen, was du sehen musst. Du begegnest dort unten der geistlosen Spinne Rom. Ein eigentlich friedliches Wesen, doch ist sein Tod unvermeidbar, denn ist dieser notwendig, um an Antworten zu gelangen. Und so bereitest du Rom ein Ende. Und kurz darauf wird dir eine Offenbarung zuteil.
Nachdem du nun verstehst, dass du diesem Albtraum ein Ende bereiten musst, erwachst du erneut vor den Toren von Bergenworth. Bereit, die Rückreise anzutreten. Dieses Mal ist der Bann, der die Schattenstadt Yahar Ghul in seinem Bann hält, gebrochen. Und du kannst diese erneut betreten. Dieses Mal jedoch nicht als Flüchtling, nein, du bist gekommen, um dich den Schrecken dieser Stadt zu stellen. Doch vorher erwarten dich noch andere Geheimnisse. Auf deinem Rückweg kommst du an einer geheimen Passage vorbei, die mitten im Wald liegt. Sie führt dich zu einem Untergrundgewölbe. Jenes ist gefüllt mit einem Säuresee und mit äußerster Vorsicht gelang es dir, dorthin durchzukommen. Du findest eine Leiter und steigst diese hinauf. Und allmählich hast du deine Orientierung wieder, denn du befindest dich inmitten von Yharnam. Oder besser gesagt, genau dort, wo deine Reise einst begann, direkt neben Josefkas Klinik. Du befindest dich in dem Vorgarten der Klinik. Das Haupttor ist nun entriegelt, doch es gibt noch mehr zu erkunden. Und über die Dächer gelangst du in die Klinik selbst. Du kennst diesen Ort. Warst vor kurzem erst hier. Bist du hier aufgewacht oder begann hier ein Traum? Du siehst diesen Ort nun in einem anderen Licht. Dem Licht des Mondes, dessen Schatten dein Blut erstarren lässt. Gewisper dringt aus dem Inneren der Klinik hervor. Es ist ein Gewimmer und seltsame Sprüche, die immer und immer wieder wiedergegeben werden. Es ist dir dennoch irgendwie vertraut und du findest Josefka in einem bemitleidenswerten Zustand. Du entschließt dich, kehrt zu machen. Du möchtest nicht dabei sein, wenn sie vollends den Verstand verliert. Und so entschließt du dich, die Klinik weiter zu durchsuchen. Schließlich findest du den Raum, wo du einst aufgewacht bist. Auf der Pritsche, wo du einst aufstandest, liegt ein Brief. Hattest du ihn tatsächlich einst verloren? Denn er ist seltsamerweise an dich adressiert. Es ist die Einladung von Kanehurst. Du bist ein geladener Gast und schon bald würde eine Kutsche in Hembig auf dich warten. Viel Zeit würde dir nicht mehr bleiben und du müsstest dich beeilen. Mit knapper Not erreichst du gerade noch so die Knochenstraße in Hembig. In der Ferne hörst du bereits, wie Hufe auf dem Boden schlagen und schon kannst du sie erkennen, die Kutsche, die einzig deinetwegen gekommen war. Einen Moment schauderst du, denn die ganze Kutsche wirkt nicht real. Die Pferde wirken nicht, als wären sie noch am Leben. Und dennoch zieht dich deine Neugier dazu hin, einzusteigen. Du setzt dich auf das weiche, verstaubte Leder und einen Moment schließt du deine Augen. Es kam dir nur vor wie eine Sekunde, doch als du deine Augen wieder öffnest, war die Kutsche bereits zum Stehen gekommen. Du steigst aus und kannst deinen Augen nicht trauen. Die Kutsche ist komplett eingeschneit. Vorne eingespannt sind zwei verrottete und eingefrorene Pferdeleichen. Das kann doch nicht sein. Diese Pferde waren vorhin noch lebendig, zumindest in irgendeiner Weise, und du besannst dich darauf, nicht weiter darüber nachzudenken. Und vor dir lag ein gigantisches Schloss. Zeitgefühl. 3 Uhr. Schloss Kanehurst. Unzählige Stufen stiegst du hinauf. Die Tore öffneten sich für dich. Und durch den Innenhof, welcher von seltsamen menschenähnlichen Geziefer überzogen war, schafftest du es irgendwie in das Schloss selbst. Dort drin war ein Unbehagen. Man hörte Frauen weinen, doch war niemand zu sehen. Einzig ein paar uralte, noch am Leben zu scheinende Diener krochen am Boden und hielten ihn sauber. Und voller Schrecken musstest du feststellen, dass das Frauenweinen von Geistern kam. Gehetzt begabst du dich durch das gesamte Schloss und fandest dich letzten Endes auf dem Dach wieder. Einzig eine Frage stellte sich dir immer und immer wieder. Wer ließ dir diese Einladung zukommen? Auf dem Dach schließlich solltest du eine Antwort finden. Du fandest auf einem Stuhl den mumifizierten Leichnam eines Mannes. Dieser begann sich auf einmal in deiner Nähe zu bewegen. Er war kampfbereit. Er wollte dich hier vertreiben. Du solltest gehen. So einfach jedoch würdest du dich nicht von deinem Vorhaben abbringen lassen. Und du zeigtest diesem mumifizierten Mann,
was die Kraft eines Jägers ist, und brachtest ihn letzten Endes seinen Frieden. Du nahmst seine Krone an dich, und vor dir offenbarte sich ein zunächst unsichtbares Stück des Schlosses. Dieser Teil des Schlosses sollte vor der Welt im Verborgenen bleiben. Und nun warst du drauf und dran, das Geheimnis von Kanehurst zu ergründen. Du fandest dich im Thronsaal wieder und standest direkt vor Königin Annalise, die Königin der Ekelblüte. Logarius, die Leiche, die du vorher bezwangst, wollte sie vor der Welt verbergen. Niemand sollte jemals wieder diesen Schrecken finden, und nun standest du hier. Sie bot dir an, ebenso wie sie selbst ein Ekelblut zu werden und für sie auf die Jagd nach anderen Jägern zu gehen. All dies jedoch nur, weil sie in dir enormes Potenzial sah. Du jedoch lehntest dieses Angebot ab. Du nahmst die Krone mit dir. Ebenso wie eine weitere Einladung, die noch unadressiert war. Dir kam eine Idee. Und schon bald würde sich zeigen, ob dies eine gute war. Über den Traum des Jägers hast du es aus Kanehurst zurückgeschafft. Das Seltsame jedoch war, es war kaum Zeit vergangen. Es war so, als wärst du niemals in Kanehurst gewesen, und so war immer noch 3 Uhr. Ohne Umschweife begabst du dich also nach Yahar Ghul. Der Eingang dazu war dir bereits bekannt. Es war in der kleinen Kirche, wo du zuvor von der Gottheit in diesen Albtraum verschleppt wurdest. Als du dort ankamst, waren die Tore tatsächlich geöffnet, und du betratst die Stadt im Schatten. Bei deinem letzten Besuch in Yahar Ghul hast du die wahren Grauen kennengelernt. Dieses Mal jedoch bietet das unsichtbare Dorf einen Anblick jenseits aller Schrecken. Massige Ungestalten und abstoßende Kreaturen wandeln durch die Straßen. Riesenhafte Dämonen hängen an den Gebäuden wie Fliegen an den Wänden und beobachten jeden deiner Schritte. Unbeeindruckt jedoch setzt du deine Jagd fort und kämpfst dich bis in das Stadtzentrum vor, wo du einem riesigen Dämon, der aus einem wiedergeborenen Leichenberg besteht, entgegentrittst. Zunächst schien dieser Kampf ausweglos, denn egal was du tatest, der Wiedergeborene wollte einfach nicht sterben. Dann jedoch fiel dir ein kleines Detail auf. Seine Diener, die die ganze Zeit über mit am Kampf beteiligt waren, hielten ihn scheinbar am Leben. Nachdem der letzte Diener gefallen war, war auch der Wiedergeborene verwundbar. Und auch diese Gefahr war bald gebannt. Du hättest deine Reise fortsetzen können in das ehemalige Unterrichtsgebäude. Doch etwas hielt dich zurück. Du hattest noch etwas anderes zu erledigen. Du gingst noch einmal zurück. Du hattest einen Schlüssel für den oberen Kathedralbezirk erhalten. Und du musstest einfach nachsehen, was sich dort befindet. Außerdem hattest du noch die zweite Einladung und die Krone. Diese hattest du an Alfred übergeben. Denn auch er hatte anscheinend Interesse an Kanehurst. Du vertrautest ihm sowohl die Einladung als auch die Krone an und ließ ihn seine Wege gehen. Du hingegen stiegst hinauf. Zeitgefühl 4 Uhr. Oberer Kathedralbezirk. Der oberste Bereich der Kirche ist ein geheim gehaltener Ort. Der ranghöchste Orden der Klerus, der sogenannte Chor, ist hier oben beheimatet. Der Chor, eine Organisation von Träumern und Gelehrten, scheint irgendetwas zu wissen. Es scheint, als hätten sie einen Teil der Wahrheit erlangt. Ja, als wären sie gar selbst in den Himmel eingetaucht. Und nach alledem stehen wir dennoch hier, mit den Füßen auf der Erde. Und doch ist uns der Kosmos so nahe. Dies waren die Worte des Chors, und vieles war von ihnen wahrlich nicht mehr übrig. Ihre Heimat, das sogenannte Waisenhaus, war nun die Beheimatung vieler Bestien und seltsamer blau umgewandelter Wesen. Du zerstörtest gar den Ursprung dieser blauen Wesen und fandest einen geheimen Weg über die große Kathedrale hinab in ein Untergrundgewölbe, wo du auf eine erschreckende Kreatur stießt. Eine der überlebenden Großartigen mit dem Namen Ebrietas. Der Chor schien dieses Wesen anscheinend verehrt zu haben, und es war nun an dir, dieses Wesen zu vernichten. Es war ein langer und schwerer Kampf. Ein ums andere Mal hing dein Leben an einem seidenen Faden, doch du vermochtest tatsächlich einen Großartigen zu vernichten.
Der Chor war also nichts anderes als eine Ansammlung von Wahnsinnigen, die anscheinend auch noch zu diesem Wesen beteten, sie gar verehrten wie Götter. Es war das Beste, wenn dieses Wesen nicht mehr unter uns weilt. Und so verließ du diese Heimat der Irren und machtest dich auf nach Yahargul, auf zu deiner letzten Jagd. Als du am Unterrichtsgebäude ankamst, fandest du im Inneren nichts anderes vor als unzählig viele Leichen, platziert auf Stühlen. Sie trugen eigenartige Käfige auf den Köpfen, die es ihnen angeblich ermöglichen sollten, mit den Großartigen in Kontakt zu treten. Eine von diesen Leichen jedoch fiel dir besonders ins Augenmark. Als du vor ihr standst, fielst du auf einmal in einen tiefen Traum. Du erwachtest erneut in einem Albtraum. Diesmal warst du abermals im Unterrichtsgebäude. Wieder schlugst du dich hindurch, bis zu einem Ausgang, und fandst dich im wahren Albtraum wieder, im Albtraum der Menzisschule. Zeitgefühl. Die Zeit steht still. Menzis Albtraum. Endlich hast du den Ursprung dieses Albtraumes erreicht. Grauenhafte, missgestaltete, bizarre Monster streifen durch eine unreal wirkende Landschaft. Dies ist nicht einfach nur ein Bild der Hölle, sondern es ist gar die Hölle selbst. Was hat die Schule von Menzis nur gefunden? Was hat sie so entfremdet? Und in welcher Verbindung steht sie zu Janam? Auf diese Fragen konnte noch nicht einmal Mikolasch, der augenscheinliche Host dieses Traumes, eine Antwort geben. Er starb, wie er gelebt hatte, im vollkommenen Wahnsinn. Doch das Seltsame war, dieser Albtraum endete nicht mit seinem Tod. Stattdessen waren vom Dach die Schreie eines kleinen Kindes zu hören. Du machtest dich dorthin auf und fandest heraus, dass der wahre Albtraum, Margos Amme, hier auf dich wartete. Deine letzte Jagd wird hier ihren Höhepunkt finden. Nach einer Schlacht gegen diesen Albtraum gingst du als Sieger hervor. Das Schreien des Kindes verstummte, und nachdem du eine kleine Laterne berührt hast, fandest du dich ein letztes Mal im Traum des Jägers wieder. Zeitgefühl. Die Zeit läuft langsam aus. Die Werkstatt, Heim der Jäger und ihrer Werkzeuge, ist in einen Inferno gehüllt. Geschockt kannst du gar nicht glauben, was hier los ist. Die Puppe hingegen begrüßt dich leise und erzählt dir, dass Görman am großen Baum auf dich wartet. Als du dich näherst, erblickst du sein Gesicht. Die Sorgenfalten erschienen im Mondlicht noch viel tiefer. Du kannst kaum seine alte Stimme über dem Flüstern der Blumen im Wind hören. Doch er spricht zu dir von Gnade. Er spricht vom Ende. Der erste Jäger ist hier. Du bist hier. Und der Mond thront über allem. Wie wirst du dich entscheiden? Soll Görman dich aus diesem Traum erlösen? Oder bist du bereit, das Risiko einzugehen, dich gegen ihn zu stellen und diesen Traum auf ein neues beginnen zu lassen? Es liegt nun in deinen Händen, ganz gleich, wie du dich entscheidest. Wo es Träume gibt, da gibt es auch Albträume. Und so auch im Jägerstraum. Denn dort gibt es nicht nur den Traum der Jagd, sondern wird auch dieser Traum von Albträumen geplagt. Über jenen besagten Albtraum wird viel gemunkelt. Aber beginnen wir langsam. Beginnen wir dort, wo alles seinen Ursprung nahm. In Janam gibt es geflüsterte Gerüchte über Jäger, die trunken waren vom Blut der Jagd. Sie sind abgedriftet vom rechtschaffenen Pfad in einen Albtraum, wo sie einer ewigen Jagd beiwohnen. Wenn man im Gemunkel aus diesen düsteren Gassen, die diese Geschichten erzählen, Glauben schenkt, wird jenes Schicksal nur jenen Jägern zuteil, die dem Drang nach Blut ebenso wie die Bestien erlagen. Es mag ketzerisch klingen, aber du bist dir ziemlich sicher, dass dich dieses Schicksal niemals ereilen wird. Ganz gleich, welche Monstrosität Schuld daran trägt, Jäger, die noch bei Sinnen sind, in solch einen Albtraum zu reißen.
Jene Monstrosität sollte den Tag fürchten, wenn ein Jäger wie du, der noch bei klarem Verstand ist, jenen Albtraum betritt. Allerdings wäre es auch eine Lüge zu sagen, dass keine Zweifel an dir lagen. Du nahmst von einem bluttrunkenen Jäger sein Auge mit dir. Ein blutdurchtrieftes Auge, welches dir Zugang zu jenem besagten Albtraum gewährte. Einen fürchterlichen Ort der ewigen Jagd. Und nun stehst du hier, mit all deinen Sinnen, bei klarem Verstand, vor den Abgrund des Wahnsinns dieses verfluchten Albtraumes. Als du deinen ersten Schritt außerhalb einer ziemlich vertrauten Kapelle machtest, erblicktest du eine weite Landschaft von Straßen. Straßen, die du auch nicht zum ersten Mal sahst und dennoch waren sie dir gänzlich unvertraut. An was das wohl lag? Vielleicht war diese Welt in sich selbst vollkommen verzerrt und verkrümmt. Diese Welt war nicht Jana. Sie glich nur dieser Stadt. Dieser Ort war der Albtraum. Hier war alles verzerrt. Dies war eine Horrorerinnerung eines Träumers. In jener Welt lebten bluttrunkene Jäger, die auf einer immerwährenden Jagd waren, Bestien niederzustrecken, die dieses verfluchte Land bevölkerten. Dein Weg führte dich geradewegs durch diese Straßen. Auf diesem Weg kamst du an Überresten von Kreaturen vorbei, denen du auf deiner Jagd schon einmal begegnet warst. Jedoch waren diese schon gestorben. Diese Kreaturen sollten auch dein geringstes Problem sein. Hier, in diesem Albtraum, lebten weitaus größere Gefahren. Und die Jäger waren bei weitem noch nicht das schlimmste Übel. Nachdem du schließlich ein vollkommen verzerrtes Jana hinter dich gelassen hattest, erreichtest du schließlich einen blutigen Sumpf. Jener blutige Sumpf führte zu einer weiteren großen Kapelle, von der du schon glaubtest, du hättest sie hinter dir gelassen. Jedoch gab es momentan keinerlei Grund, die Reise noch einmal zurückzuwagen. Zurück zu dieser anderen Kapelle, um dieses Geheimnis zu lüften. So folgtest du also weiter dem Weg des Sumpfes, hin zur großen Kapelle, in den Uhrenturm. Dort würde einer der ersten furchterregenden Schrecken jenes Albtraumes auf dich warten. Im Keller jenes besagten Uhrenturms würde von dir als Jäger alles abverlangt werden, was du in deiner Jagd gelernt hast. Denn hier unten, im Keller der Kathedrale des großen Uhrenturms, würde hier der legendäre Jäger Ludwig auf dich warten. Ludwig, den du nur aus Erzählungen kennst, war jener legendäre Jäger, der Anführer der Jäger der heilenden Kirche, welcher eisern seine Jäger in die Schlacht gegen die Bestien zog. Er, der schon seit so vielen Jahren verschollen ist, du hast ihn nun schließlich gefunden, jedoch ist er schon viele, viele Jahre in diesem Albtraum. Diese Jahre haben jedoch Spuren an Ludwig hinterlassen. Er ist schon lange kein Mensch mehr, vielmehr gleicht er einer grausamen Bestie, die das Abbild eines Pferdes hat. Und jenes Wesen, das den Namen Ludwig trägt, wird sich dir nun in den Weg stellen. Und dies wird bei weitem kein einfacher Kampf werden. Dies wird eine schreckliche Schlacht. Und du wirst es wohl schaffen müssen, den alten Ludwig wieder ans Tageslicht zu bringen. Ob das jedoch eine gute Idee ist, wird sich zeigen. Denn vielleicht wäre es besser gewesen, Ludwig in seinem tiefen Schlummer im Inneren dieser Kreatur zu belassen. Nach einer langen und unsagbar schweren Schlacht gelang es dir schließlich, Ludwig zu besiegen. Etwas des alten Jägers war wieder ans Tageslicht gekommen. Und er erzählte dir, dass er auch einst hierher kam, um die Geheimnisse dieses verdrehten Albtraumes zu lüften und um ihn zu bereinigen von diesem Wahnsinn, der ihm anhaftet. Ludwig warnte dich vor den Dingen, die tief innerhalb des Albtraumes noch schlummern. Dich würden Albträume plagen, noch weit nachdem du diesen Albtraum vielleicht eines Tages hinter dir lassen mögest. Und du würdest froh sein, wenn du vielleicht noch gar deinen Verstand verlieren würdest. So jedoch
blieb den einstigen Anführer der Jäger der heilenden Kirche nichts weiter übrig, als abermals in einen Schlummer zu verfallen. Noch bevor er das tat allerdings, wünschte er dir alles Glück, das er einen nur wünschen konnte, dass du deinen Weg durch diesen Albtraum finden würdest und nicht da scheitern würdest, wo er es einst tat. Diesen Schrecken nun hinter dir gelassen, führte dich dein Weg direkt in den Uhrenturm. In jenem besagten Uhrenturm der heilenden Kirche, wo einst die heilende Kirche angeblich Patienten vom Bestientum befreien wollte. In diesen Hallen streifen jedoch keine Ärzte oder Patienten umher. Hier gibt es nur wahnsinnige Monster, die Patienten glichen, die deformierte Körper besitzen und gewillt sind, dich umzubringen. Als du dich nach oben, den Treppen entlang, hinauf durchschlägst, kommst du an Regalen vorbei, mit seltsamen Flüssigkeiten und Chemikalien. Du siehst, was hier wohl mit Patienten geschah, was die Ärzte mit ihnen anstellten. Allerdings versuchtest du dir einzureden, dass du dich noch immer im Uhrenturm des Albtraumes befandest, dass dies alles nicht real war und dass dies unmöglich die Wahrheit sein konnte, was die Ärzte im Uhrenturm der heilenden Kirche mit ihren Patienten anstellten. Jedoch ließ dich ein flüchtiger Gedanke nicht los. Ein Gedanke, der sich anfühlte wie Wasser. Und ein Geräusch durchzog sich immer wieder durch diesen Gedankengängen. Ein simples Plitsch und ein einfaches Platsch. Außerdem kam dir bei dem Aufstieg im Uhrenturm immer wieder ein Name zu Ohren. Ein Name, den du vernahmst, wenn du an den Patientenzimmern vorbeigingst, in denen die verfluchten Patienten vor sich hin wimmerten. Sie flehten zu einer gewissen Lady Maria, die sie vor ihrem Leiden erlösen sollte. Die versprach, sie von diesen deformierten Körpern zu befreien. Wer war diese Lady Maria? Dieses Geheimnis wirst du wohl auch, wohl oder übel, sehr bald lüften. Ehe du dir jedoch weiter Gedanken darüber machen konntest, erreichtest du das Ende dieses Turmes. Eine Tür, die auf einen Balkon führte, welcher den Uhrenturm mit der eigentlichen Uhr verband. Dieser Durchgang führte auf einen wunderschönen Balkon, bepflanzt mit Blumen. Allerdings kann der Schein auch trügen. Dieser Ort war keineswegs der Ort, an dem man die Seele baumeln lassen konnte, um zu entspannen. Dies war die Heimat der lebenden Fehlschläge der heilenden Kirche. Die lebenden Fehlschläge waren fehlgeleitete Experimente der heilenden Kirche mit Menschen. Menschen, denen das Blut, welchen das Blut der sogenannten Großartigen injiziert wurde, um die Menschheit in eine neue Stufe der Evolution zu geleiten. Allerdings, wie man offenkundig sagen konnte, war dieses Experiment keineswegs von Erfolg gekrönt, weshalb sie eben die lebenden Fehlschläge genannt wurden. Auf diesem Balkon, der den Uhrenturm mit der eigentlichen Uhr verband, erschlugst du die lebenden Fehlschläge, ließ diesen Albtraum der Experimente der heilenden Kirche hinter dir und du glaubtest, dass du nun in der eigentlichen Uhr auf endlich Hinweise stoßen würdest, die deine Fragen beantworten würden. Du öffnetest den Eingang zur großen Uhr, betratst die Hallen im Inneren des Uhrwerks, nur um zu sehen, dass sich dort nicht viel befand. Eine große Halle, an deren Ende das Uhrwerk und vor dem Uhrwerk eine mysteriöse Gestalt auf einem Stuhl saß. Langsam bewegtest du dich voran und hieltest kurz inne, als du die Leiche auf dem Stuhl erreichtest. Du versuchtest zu erkennen, wer diese Leiche war, als dich ein Schreck durchfuhr. Diese Leiche griff nach deiner Hand. Sie drohte dir, dass man die Vergangenheit ruhen lassen sollte, dass man die Überreste vergangener Jäger ruhen lassen sollte. Jedoch war sie sich sicher,
dass du dich nicht einfach so abspeisen lassen würdest. Weshalb sich diese zunächst schienende Leiche aus ihrem Stuhl erhob und sich zum Kampf mit ihr bereit machte. Dies war Lady Maria. Sie, eine direkte Blutnachfahrin aus Kanehurst, war einst eine Jägerin, die zu Zeiten von German an seiner Seite kämpfte. Sie nahm sich vor vielen, vielen Jahren das Leben, weshalb es eigentlich unmöglich sein sollte, dass man sie hier fand. Und sie wies eine frappierende Ähnlichkeit mit einer gewissen Puppe auf, die du in deinen Gedankengängen mit ihr herumträgst. Während des Kampfes mit Maria formten sich langsam all die Puzzlestücke in deinem Kopf zu einem Bild zusammen. All die Schrecken, die du gesehen hattest. All die alten Jäger, die dem Wahnsinn verfallen waren, während der Jagd. Das, was im Uhrenturm geschah, und das, was du nun vor dir siehst, die Überreste von Maria, die sich dir in den Weg stellten. Dieser Albtraum musste der Albtraum von German sein. Ein Albtraum geformt aus den Dingen, die er in seinem Leben erlebt hatte. Ein Albtraum, der diesen alten Mann schon seit so vielen Jahren plagt. Und nun stehst du hier und kämpfst gegen die, die ihm einst am wichtigsten war. Jedoch bist du schon viel zu weit gekommen und du müsstest nun weitermachen, um zu sehen, was einst der erste Jäger sah, was einst geschah, wie er zu dem wurde, was er nun ist. Unter enormen Kraftaufwand und mit all deinem Geschick erlang es dir, Lady Maria schließlich zu besiegen und einen kleinen Anhänger an dich zu bringen. Einen Anhänger in Form eines Ziffernblattes, den du direkt vor der Uhr vor dich hieltest. Die Uhrenzeige begannen daraufhin sich zu drehen. Und sie blieben an einem Punkt stehen. Sie formten einen Durchgang, den du durchschreiten solltest. Diesen Durchgang durchquert, fandest du dich an einem Ort wieder, fernab, sehr weit entfernt von Janum. Du warst in einem kleinen, weit abgelegenen Fischerdorf. Doch was hatte das alles miteinander zu tun? Du versuchtest zunächst einen klaren Kopf zu bekommen, zu verstehen, wo du nun warst. Du vernahmst den Geruch von verrottetem Fisch. Du hörtest erschreckende Echos aus der Ferne widerhallen. Und du hörtest die See und ihre Brise dir entgegenschlagen in einem sanften Wall, welcher weit aus der Ferne zu kommen schien. Doch hier schien noch mehr in der Luft zu hängen. Zorn, Verzweiflung und ein Anflug von Sehnsucht. Hier warst du tatsächlich am Ende des Albtraumes angelangt, jedoch noch nicht am Ende der Geheimnisse. Du konntest dir also sicher sein, dass ich dir nun alles entgegenstellen würde, was dieser Albtraum noch zu bieten hatte. Und die Schrecken, die du hier sehen würdest, würden alles andere zunächst in den Schatten stellen. Als du dir einen Weg durch das Fischerdörfchen bahntest, kamst du an Schrecken vorbei, die deinen Verstand überstiegen. Lebewesen, die Fischen glichen und dennoch etwas Menschenähnliches an sich hatten, stellten sich dir in den Weg. Fürchterliche Kreaturen, entsetzlich entstellt. Immer und immer wieder versuchten sie dich davon abzuhalten, tiefer in diesen Albtraum vorzudringen. Jedoch waren diese Kreaturen nicht die schlimmsten Übel, die sich dir in den Weg stellten. Du begegnetest auch zwei weiteren Jägern, die du schon zuvor auf deiner Reise trafst. Einer von ihnen war Bradder. Bradder war der Assassine der Heilenden Kirche. Du warst schon viel zu weit vorgedrungen. Du hast schon viel zu viel gesehen. Und er wollte versuchen, dich zum Schweigen zu bringen. Allerdings sollte ihm das nicht gelingen. Denn deine Fähigkeiten als Jäger haben sich auf deiner Jagd bereits schon so geschärft, dass selbst dieser alte Mann nicht mehr in der Lage war, dich nun mehr zu stoppen. Und ein anderer Jäger mit dem Namen Simon. Er war ebenfalls hier, jedoch nicht, um diese Geheimnisse zu bewahren. Er war ebenfalls hier,
um diese Geheimnisse zu lüften, die dieser Albtraum barg. Jedoch musstest du leider mit ansehen, wie an diesem Wahnsinn, der hier herrschte, zugrunde ging. Kurz vor seinem Tod gabst du Simon ein Versprechen. Du versprachst ihm, all jene Geheimnisse, die hier vorherrschten, zu lüften, sie ans Tageslicht zu holen. Und du versprachst ihm, dass du es schaffen würdest, von hier zu fliehen, lebendig, bei klarem Verstand, aus diesem schrecklichen Albtraum des Jägers. Mit diesen schweren Worten auf deinen Gewissen setztest du deine Reise vom Leuchtturm aus fort. Dein Ziel deiner Reise war die Küste, wo etwas Großes angespült geworden zu sein schien. Dieses Ding dort unten war das Ziel deiner Reise. Nach dieser langen Reise des Albtraumes erreichtest du schließlich die Küste, an der der Leichnam hingespült wurde. Jener Leichnam war der Leichnam der gewaltigen Kos. Kos jedoch war schwanger. Und sie hatte kurz vor ihrem Tod noch ein Kind in ihrem Leib. Dieses Kind war ihrem Leib entsprungen. Und von diesem Kind, diesem weißen Knaben, gingen all die Schreie, das Gebrüll, das Wehklagen aus, das du die ganze Reise über vernommen hattest. Und nun solltest du seinen Zorn erfahren. Wie eine wilde Bestie stürmte dieser rechtmäßige Nachfahre eines Gewaltigen auf dich los, um dich zu töten. Denn sein Zorn galt all jenen, die seine Mutter getötet hatten. Und all jene waren tatsächlich einfach nur jeder, der in der Nähe war, des Leichnams seiner einstigen Mutter. Dies war wohl der fürchterlichste Kampf, den du als Jäger jemals bestreiten würdest, denn es würde dir tatsächlich alles abverlangen im Kampf gegen einen Gewaltigen, der der Nachfahre einer der wohl mächtigsten Gewaltigen war. Und während dieses Kampfes wurde dir zunächst erst einmal bewusst, woher die Gewaltigen eigentlich kamen. Sie waren einfach nur Meereswesen, nicht wie fälschlicherweise von der heilenden Kirche behauptet, aus dem Kosmos, über den Köpfen aller. Hieb um Hieb, Kugel um Kugel, Prankenhieb um Prankenhieb. Jeder einzelne Schritt sollte wohl überlegt werden, denn jeder könnte dein letzter sein. Und nach einem sehr langen Kampf in diesem Albtraum, dem wohl letzten Kampf, den du in diesem Albtraum bestreiten würdest, gelang es dir schließlich, den weißen Knaben von Kos niederzustrecken. In diesem Zeitpunkt wurde dir nun zum allerersten Mal wahrlich bewusst, was German in seinem Leben alles erlebt hatte. Er wurde Zeuge, wie der Gewaltige aus dem Leichnam eines Gewaltigen entsprang. Er wurde Zeuge, was aus dem Blut der Gewaltigen entsprang und welche Schandtaten in der heilenden Kirche und welche Experimente mit ihnen durchgeführt wurden. Dies war der Ursprung all des Bestientums, das Janam heimsuchte. Und German war derjenige, der Kos tötete. Er war ein Teil des Ursprungs all jenes Albtraumes, des Traumes des Jägers, all das, was du erlebt hattest. All dies ist auch auf German zurückzuführen. Zwar war es nicht falsch, diese Kreatur zu töten, möge man sich nicht vorstellen, was wohl geschehen wäre, hätte er es nicht getan. Jedoch sah man nun, was an Germans Gewissen nagte. Welch fürchterlicher Albtraum ihn schon seit Jahren heimsuchte. All jene Erinnerungen, all jene Kämpfe, all das hatte dieser alte Mann erlebt. Unzählige Jäger hatte er erlebt. Unzählige Generationen von Jägern und jeder ist vergangen. Einzig er besteht noch bis heute fort. Seine Taten sind es, die die Jagd bis heute geprägt haben, die Jagd bis heute überhaupt möglich machten. Und nun kennst du die Wahrheit. Du hast gesehen, was er tat. Du hast es am eigenen Leib erfahren, was es heißt, einen Gewaltigen zu besiegen, da du auch seinen Albtraum teiltest. Du hast den Albtraum überlebt. Doch nun liegt es an dir, wie du fortfährst. Möchtest du weiterhin diese Jagd am Leben erhalten? Du hast gesehen, was German alles verlor,
was ihn diese Jagd gekostet hatte und was schließlich aus ihm wurde. Ein Leben, ein nicht enden wollendes Leben auf ewig, gebunden an diesen Traum, geplagt von Albträumen. Und dennoch übt diese Jagd einen faszinierenden Reiz an dir aus. Wie du fortfährst, dies ist nun deine Entscheidung. Du kennst die Wahrheit, was geschehen war. Und alles Weitere wird sich wohl eines Tages zeigen. Und da wären wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch viel Freude bereitet. Wenn dem so war, lasst mir doch liebend gerne ein Like da. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Hier bekommt ihr noch eine Videoempfehlung. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gar noch eine ganze Playlist anschauen. Oder ihr könnt natürlich auf einen der anderen Links klicken. Wie dem auch sei. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute da wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann.